Ja, wir haben jetzt schon mal die Geschichte gehört, wie ihr hier zu diesem Haus gekommen seid und das Haus zu euch und wie dieser Weg war und auch wie das mit Jesus war. Und ja, und du hast erzählt, Alex, dass du auch nicht wusstest, sein Leben Jesus geben, das ist so eine Floskel, das sagt sich so, aber sein Leben gibt man mal ja auch nicht gerade so. Richtig. Da muss ja doch was in einem gereift sein, dass man weiß, ich gehe einen ganz großen Schritt, der für die Zukunft Auswirkungen haben wird. Ich habe festgestellt, viele machen doch nicht so einen großen Schritt und das geht ganz langsam mit Jesus, aber bei euch ging das alles recht schnell, vielleicht auch wegen eurer Vergangenheit und weil ihr wusstet, nee, das ist etwas sehr Entscheidendes, was ihr da getan habt. Und dann, ja, dann seid ihr ja irgendwie auch hier eingezogen in diesem Haus. Ja. Erzählt ein bisschen weiter, was ist passiert, wie seid ihr dann hier wirklich so hier drin gelandet? Ja, 2013 war das. Das war kurz vor Weihnachten. Also das war so, dass ich irgendwie von Anfang an, ich habe ihm immer gesagt, wir wohnen mal da. Also genau in der Wohnung, wo wir jetzt sind. Ach so. Und er hatte mir gesagt, nee, also wenn ich Feierabend habe, dann will ich heim, dann ist schon gut. Ja. Also es war noch so eine ganz andere Art. Ne? Und ich habe immer gesagt, ich weiß genau, wir wohnen mal in dieser Wohnung drin. Und das ging dann eine Zeit lang und in der Zeit ist ja auch schon ganz, ganz viel passiert. Wir haben wirklich extreme Begegnungen mit dem Feind auch gehabt. Wir haben Unfälle erlebt und lauter so Zeug, ziemlich viel und auch mit Gott wirklich viel, auch schon Versorgung und in die unsichtbare Welt hineinsehen. Das war schon ganz viel zu der Zeit. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, wir sollen hierher ziehen. Also er kam und hat gesagt, was denkst du, ziehen wir rüber? Und dann habe ich gesagt, hast du es mit dem Herrn schon abgeklärt? Und dann hat er gegrinst und hat gesagt, er hat es mir gesagt. Und dann musste ich natürlich auch grinsen. Ja, und dann haben wir das 2013, kurz vor Weihnachten, haben wir gesagt, okay, wenn Jesus das sagt, dann machen wir das. Also ohne Diskussion, dann haben wir gleich gekündigt. Und zu dem Zeitpunkt, wir haben uns dann bei eBay Kleinanzeigen, wollten wir nach einer Couch schauen, weil unsere kaputt waren. Wenn wir umziehen, haben wir gedacht, wir schauen nach einfach einer neuen. Und da war eine Anzeige drin von einer Frau, die, das hat so gar nicht reingepasst eigentlich, Verkauf und so weiter. Ne? Sie hat einfach reingeschrieben, sie braucht ein Auto, und weil sie verlassen wurde und keins hat und betrogen wurde und auch kein Geld hat, am besten geschenkt. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Autos gebraucht, weil ich in die andere Richtung fahren musste, zwecks Kindergarten, und eher in diese Richtung hier. Und wir hatten so ganz billig einen alten Corsa irgendwo hergeholt. Er hat ihn dann fit gemacht und zum TÜV gefahren. Und den hatten wir dann gerade so 2-3 Wochen, glaube ich. Ich weiß nicht, ungefähr. Und wir hatten ganz groß Jesus Loves You hinten auf der Heckscheibe stehen auch. Und ja, und dann haben wir, für uns war das dann eigentlich ganz klar, okay, die Frau, die kriegt das, also Gott hat dann schon so, wir haben so nachgedacht und er hat dann schon gesagt, das Auto ist für sie. Und für uns war das so gar kein Thema und drumherum, die Leute haben dann gemeint, das geht doch nicht und ihr braucht es doch. Und für uns war so ganz klar, nee, wenn Gott es sagt, dann diskutieren wir nicht, der wird schon wissen, warum. Und dann hat Alex die Frau angerufen, die hat gut, wie weit ist das? Eine Stunde von hier. Hat die Frau gewohnt. Er hat sie angerufen und hat ihr das gesagt, dass wir beschlossen haben, dass wir unser Auto schenken. Und sie hat geweint und hat gemeint, es haben schon so viele Männer angerufen, die wollten was ganz anderes von ihr und dann würden sie das Auto kriegen. Und dann war die da so unsicher, ob das stimmt oder nicht. Und habe hinterher gedacht, vielleicht wäre es gut gewesen, ich hätte angerufen, aber es war jetzt halt so. Und also wir haben ihr wirklich das Auto dann hingefahren. Wir sind mit zwei Autos hin und mit einem zurück. Und die Frau, die stand schon lange am Fenster und hat gesagt, sie hat jetzt immer auf ein fremdes Nummernschild gewartet. Und sie war so aufgeregt und die hat so geweint und hat sich so gefreut und konnte das immer noch nicht glauben. Und sie hat dann gefragt, wie wir jetzt wirklich darauf kamen, ihr das einfach so zu schenken. Und ich habe sie angeguckt, habe auf die Heckscheibe gezeigt und habe gesagt, da steht's. Ja. Und dann hat sie noch mehr geweint und an Weihnachten selber hat dann eben die Tochter von unseren Nachbarn, die hatten Besuch von jemand anderem und die Tochter kam rüber und hat geklingelt und hat gesagt, dieser Besuch, der hat ihnen für uns eine Tüte mitgegeben, sollen sie abgeben. Und da waren so Bücher drin, ein bisschen Spielzeug für die Kinder, für Weihnachten. Ja. Und unter anderem war ein Umschlag drin mit einem Geldbetrag drin. Das war genauso viel Geld wie das, was wir für das Auto komplett bezahlt hatten. Und die wussten davon nicht. Ja. Sie haben einfach reingeschrieben,
gönnt euch was Schönes. Und das, da haben wir echt so Gottes Versorgung auch schon erlebt. Also wo man gemerkt haben, okay, ja, er ist treu. Ja. Genau, und dann sind wir 2014, da hatten wir die Deutschlandkonferenz auch hier und so mittendrin in allem Chaos mit Organisation, mit allem Umziehen und also das letzte, die letzte Tour haben wir wirklich ein Wochenende davor, also sonntags, montags hat die Deutschlandkonferenz angefangen und sonntags haben wir die letzte Fuhre rein, so sind wir umgezogen hierher und ja, seitdem wohnen wir hier. Also es war Gottes Wille, dass wir hier wohnen, er hat es dann auch klar und deutlich gezeigt, ja. Und das ist ja so ein Gebetspavillon, ein Haus des Gebets. Was soll man sich da drunter vorstellen? Betet ihr da die ganze Zeit in einem Raum oder was ist das überhaupt? Also der Pavillon, das Gebetshaus, das steht hier für die Region, für Franken, für die Fränkische Schweiz vor allem. Und das ist zum Beispiel, der Pavillon ist 24 Stunden geöffnet. Also der ist nie abgeschlossen. Da kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen, wenn man es auf dem Herzen hat, in die Stille gehen, beten. Und es wird auch von Leuten genutzt. Da kommen wirklich auch nachts Menschen, zum Teil auch über eine Stunde Autofahrt hierher, die dann wirklich da drin 2-3 Stunden genießen, vor Gott zu sein, in aller Ruhe. Und das wird immer mehr und auch tagsüber kommen Leute, die einfach hier die Gegenwart Gottes genießen, die Ruhe genießen. Und für das stehen wir und das möchten wir einfach, dass, wie soll man es sagen? Mit der Vision dann auch. Ja, dass sich aber das mehr in die Region ein bisschen festigt, dass die Leute das wirklich mehr nutzen. Ja, du sagst die Gegenwart Gottes. Ja, das ist... So ziemlich alle Leute, die herkommen und reingehen, die sagen, hier drin ist sofort die Gegenwart Gottes, wenn sie reinkommen. Aha. Und ich habe zu manchen auch schon gesagt, okay, das könnt ihr doch zu Hause auch haben. Ja, aber doch nicht. Aber anscheinend doch nicht so. Aber es ist, sagen wirklich, die Gegenwart Gottes ist wirklich immer spürbar, wenn sie reinkommen. Und wir haben es auch schon so oft erlebt, dass wirklich Leute... Da hat Gott was gemacht, der Heilige Geist hat gewirkt, die kamen nur zur Tür rein. Und ohne, dass irgendjemand was machen muss, dass jemand beten muss oder sonst was. Ja, und worauf führt ihr das zurück, dass das so ist? Der Ort da so heilig oder weil vorher die Schwesternschaft da war? Was ist das? Wie kommt das? Ich denke, dass das zum einen daran liegt, dass die Schwestern vorher hier waren, dass das schon seit über 20 Jahren Ort des Gebetes ist. Und zum anderen eben, weil es ein Punkt Gottes ist, also wirklich dieses Haus, das merkt man auch, wie er das Haus gefestigt hat, dass es ein Gebetshaus bleibt, dass er dafür gesorgt hat, dass da nichts mehr anderes passieren kann. Das zeigt uns einfach, dass er sagt, okay, dieser Ort hier ist wichtig und da möchte ich sein. Das merken wir. Ja, man denkt an eine Bibelstelle natürlich, wo Jesus mit der Peitsche im Tempel ist, im Haus Gottes ist und sagt, ihr habt das zu einem Kaufhaus gemacht, aber eigentlich sollte es ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Gut, in einem dritten Teil frage ich euch noch ein bisschen was. Danke.